So, los geht's. Toll. Waffenteil. Großartig. Wow. Oh, eine Prophezeiung. Juhu. Eine blaue sogar. Das entsorge ich gleich alles, ne? Gibt's hier Mülleimer? Ja, Gott sei Dank. Brauche ich nicht. Brauche ich aktuell nicht. Brauche ich nicht. So. Was macht die Prophezeiung? Chance auf Encountering Sensor Mean plus 15%. Okay. Oh, noch eine Prophezeiung. Sehr schön. Eine normale. Noch eine Prophezeiung. Ich werde bekloppt. Was ist das denn? Okay, das ist blau, ne? Aber wir haben ein Magazin. 14. Ich weiß nicht, was wir haben aktuell. Frequency of Shark Attacks plus 10%. Chance of Encountering Chase. Okay. Wie viele Münzen haben wir denn? Oh, wie viele Münzen haben wir denn noch? Drei. Dreimal können wir noch spinnen. Toll. Oh, noch eine Münze. Und letzte Münze. Juhu. Fett. Hatten wir Fett voll? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir hatten Fett voll, ne? Oder? Ich guck mal eben. Ein Fett fehlt uns. Das ist genau das Fett, was wir brauchen. Ich will mal eben kurz gucken bei dem bei der Waffe. Oh, was? Was ist das denn? Not enough space. Gucken wir uns gleich mal an. Magazin. Ne, ist schlechter. Okay, dann kann das eigentlich entsorgt werden. So, das Holz kann weg. Scrap Metal kann weg. Das kann weg. Die Prophezeiung. Ich weiß nicht, wo ich die Prophezeiung knalle, ne? Warte mal. Ich will mal eben was bauen. Einfach nur mal was können. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Ich muss mal eben schnell gucken. Und zwar eine Kiste. Zweimal Schrauben, zwei Barren. Okay. Ja, einen hätte ich gerne. So, zweimal Schrauben haben wir da liegen. Ich muss eine Kiste bauen. Es tut mir leid. Es geht sonst nicht anders. Sonst gehen wir hier klaglos unter mit Ressourcen, weil wir halt so viel haben. Ist das die große Kiste? Ja, Container 2. So. So, da würde ich jetzt erstmal ein bisschen was reinpacken. Wie zum Beispiel das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. So, dann haben wir ein bisschen Platz. Die Tafeln, ja, wir müssen eigentlich, normalerweise müssen wir noch eine Kiste bauen. Ich baue noch eine. Ganz ehrlich. Ich baue noch eine. Ist mir jetzt gerade egal. Sieht scheiße aus, aber wir brauchen den Platz einfach. So. Das heißt, wir müssen nochmal Schrauben bauen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, was ist das denn? Pickup Garden? Was ist denn das bitte? Was zur Hölle ist das? Ich kann es nicht genau erklären, aber es sieht aus wie eine Melone. Was? Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Was willst du mir jetzt erzählen? Dass ich jetzt da... Da will ich lieber die Paprika haben. So, dann wird das da hinten auch wieder ein bisschen leerer. Herr Lehrer. So, hier. Hier haben wir auch Platz. Hä, wo... Warte mal. Moment. Da fällt mir gerade was ein. Garten. Ja, bitte einmal hier die Paprika. Danke. Dauert 180 Sekunden. Bis wir anfangen zu bauen, ne? Ist Weihnachten. Steht ja vor der Tür. So, ich weiß gar nicht, wann diese Folge kommt. Ich würde hier die Prophezeiung reinpacken. Haben wir hier auch eine? Dann packe ich das nämlich hier rein. So.
Zack, dann haben wir da eine ganze Kiste mit Prophezeiungen. Man müsste die umbenennen, ne? Dann machen wir hier Zink 1. So. So, dann schreibe ich hier Zink 2. Zink 3. Oder machen wir hier Zink 2, ne? Dann mache ich hier Zink 3 raus. So. Dann machen wir hier... Tafeln. Dann... Da sind auch noch... Alter, willst du mich verarschen? Wir haben so viele Tafeln. Okay, das ist noch so eine Mischmaschkiste. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Platz. Das ist auch noch eine Mischmaschkiste. Oh Gott. Das wird dann auch lustig. Ja, sehr schön. Gut. Heißt also, wir haben eigentlich alles das, was wir machen wollten, haben wir gemacht, ne? Das, das, das. Ah ja, das können wir jetzt machen. Füttern. Ich würde Ridolin, glaube ich, nicht füttern. Ich würde ihm hier eingeben. Mal gucken, was wir kriegen. 10 Sekunden. Ich bin gespannt. Na? Es schmeckt ihm anscheinend. Lecker. Ja, Dächer. Juhu. Wir haben echt Dächer bekommen. Ich glaube, das sind Dächer. Juhu. So, was haben wir hier? Erstmal. Am, nam, 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 nam. Friedhelm freut sich. Sieht zumindest danach aus. So, was kriegen wir? Was ist das denn? Dekoration? Was ist das denn? Lampenschirm? Was zur Hölle ist das denn? Eine luxuriöse Lampe. Natürlich. Klar. Warum denn nicht? Die platziere ich mir direkt hier hin. Die kann ich sogar bauen. Was kostet uns die denn? Natürlich. Ich kotze im Strahl. So viel sei schon mal gesagt. Bevor wir aber jetzt anfangen, die Dächer zu bauen, würde ich umbauen wollen. Ja, so leid es mir tut, es klingt blöd, aber wir müssen es machen. Es hilft nichts. Weil wir leider nicht vergrößern können. Ich will einmal oben gucken. Wir haben ja hier noch ein paar Ressourcen drin. Wir dürfen das nicht vergessen, ne? Und hier haben wir auch noch ein paar liegen. Leder, Alter. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein paar Dings herstellen. Ein paar Verbände oder so. Können wir denn jetzt erweitern? Ja, wir können Plattform erweitern. Juhu! Wir kriegen mehr Plattform. Können wir das vergrößern? Dismiss? Nee. Upgrade? Not enough Ressourcen. Alter, wir können einen Waggon hinzufügen, ne? Aber wir können auch upgraden. Okay. Zwei Schrauben, zwei Kugellager, zwei Federn. Geil. Alter, jetzt wird aber geupgradet. Aber sowas von. Freunde, ich glaube, jetzt lohnt sich das. Oder jetzt rentiert sich das, was wir gemacht haben. Dass wir so viel Ressourcen gesammelt haben, kommt uns jetzt zugute. So, zweimal, nee, viermal Schrauben. Ah, ich baue erstmal ein paar Schrauben und so. Das, was wir brauchen, das baue ich. Wir brauchen, Kupfer brauchen wir auch, ne? Oder? Brauchen wir Kupfer? Weil dann würde ich hier auf jeden Fall einiges anders machen. Die Dings kommt weg, glaube ich. Die Steam Engine. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht doch nicht, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das wird jetzt sehr, sehr interessant, weil, ja. Warte mal, Kugellager brauchen wir... Ah, da brauchen wir das Zeug, ne? Okay. Federn brauchen wir auch. Mach ich auch mal 5. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Chemikalien und Fett haben wir. Haben wir. 5-mal Chemikalien und 5-mal Fett, bitte. Bitte einmal herstellen, danke. Ja, das brutzelt ein bisschen. Also. Achso. Natürlich brauchen wir Holz. Natürlich.
So, Federn haben wir. Jetzt brauchen wir... Achso, wir brauchen Kupfer, ne? Oder? Waren das Kupferbarren für die... Warte mal, wir haben ja noch hier welche. Moment. Ja, hallo. Wir haben sogar noch Zahnräder, haben wir auch noch auf Tash. Brauchen wir Kupferbarren dafür? Nein, normale, okay. Hier bin ich mal gespannt, wann wir Dings kriegen. Okay, jetzt haben wir echt tatsächlich die Möglichkeit, auch Waggons zu erweitern. Okay. Dann würde sich, glaube ich, auch lohnen, die neuen Schmelzen und so zu bauen. Muss man einfach sagen. So. Haben wir noch Barren? Oder waren das jetzt alle? Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Barren herstellen. So viel steht schon mal fest. Das wird drauf hinauslaufen, dass wir Barren brauchen. Das kann ich schon mal sagen. Aber gut, wir haben ja Kisten voll, randvoll mit Scrap Metal. So, dann gucken wir mal. Also, können wir denn, wenn wir den breiter machen, den Waggon, auch noch einen Waggon anhängen? Oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde den jetzt größer machen wollen, Upgrade, bleibt das dann bei 2 hier oben? Schauen wir mal. Nein. Okay. Heißt also, wir können uns entscheiden, entweder machen wir einen Waggon dran, der genauso klein ist, oder wir vergrößern die Waggons einfach. Oh, wie geil, Dächer! Waggon Walls 1. Ich werd bekloppt. Ja. Dann würde ich doch, glaube ich, breiter machen. Mit 2 Waggons. Macht Sinn. Weil dann haben wir ja jede Menge Platz. Okay, 4 Barren brauchen wir noch. Den Rest haben wir, glaube ich. Oder? Haben wir noch genug? Ich glaube, ja. Okay, 4... Waren es 4 Barren? Dann müssen wir ein paar Barren herstellen. Warte mal, hier lag doch noch... Wir haben doch noch Scrap Metal, glaube ich, hier drin, oder? Haben wir noch Scrap Metal hier drin? Ja, natürlich. Klar. Und Holz haben wir auch noch. Ach, guck mal an. Oh ja, dann wird das sehr geil. Dann werden wir auf jeden Fall hier... ausbauen, was das Zeug hält. So, ich kann mal eben kurz gucken. Wir brauchen ja den Hammer, ne? Wir brauchen das hier. Mach ich schon mal. Overhead Hammer. Oh ja, Hammer in the morning. Ah ne, wir brauchen Wood. Oh, Moment. Wood in the foot. Ein Wood haben wir. Lag hier nicht noch irgendwo Wood rum? Haben wir alles... Haben wir alles verbraucht? Hier liegt noch Leder. Ich schau mal eben, ob wir irgendwo Wood liegen gelassen haben. Ich glaube nämlich, wir hatten noch irgendwo Ressourcen liegen gelassen. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Oh, Wood. Trifft sich ja super. Und Scrap Metal. Und nochmal Scrap Metal. Juhu! Hä, waren wir hier noch gar nicht? Hey, waren wir noch gar nicht. Natürlich leere Spinde. Ein schöner kleiner Schrank. Ich dachte, wir wären überall gewesen. Hä? Wie geil. Voll das Wohnzimmer. Nee, tatsächlich hier oben im Turm waren wir ja noch nicht. Stimmt. Aber ist jetzt auch nicht so von Bedeutung. Trotz alledem, ich meine, wir hatten noch irgendwo Ressourcen liegen lassen. Aha. Mir schwante da nämlich irgendwas. Weil wir ja die Taschen voll hatten. Gut, reicht erstmal. Oh mein Gott. Oh mein holy God Jesus. Der Zug wird immer länger. Eva had a hammer. Der Hammer in the morning. Kann ich das hier machen? Mit dem Hammer einfach fertig machen? Deconstruct? Nee. Die Bau... Oder muss ich einfach Wood hinzufügen mit dem... Mit dem Crafting Book? Wie füge ich das denn hinzu? Achso, hier mit E. Add. Ja, juhu, sehr schön. Wir brauchen Barren, ne?
Schauen wir mal her. Wir brauchen noch Wood. Haben wir noch einen Wood da? Wood, Wood, Wood. Haben wir noch was im Mülleimer? Nein, doch. Haben wir noch. Zähl ich ihn da. Hier haben wir auch noch Leder. Warte mal, ich pack das Leder mal, was hier oben liegt, da rein, damit ich das nicht vergesse. So. Also. Das kommt dann. Das ist sogar zweimal Leder. Lecko funny. So. Den hinteren würde ich dann auch, wie gesagt, vergrößern einfach nur. Anstatt einen weiteren kleineren Waggon, würde ich lieber da nochmal einen größeren nehmen. Oh mein Gott, dann wird das so, wie ich mir das vorstelle. Also so möchte ich das dann, glaube ich, echt haben. Lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall sehr cool. Wir haben auf jeden Fall alles da zum Umbauen. Und die Wände werden auch erstmal hier wieder abgerissen. Glaube ich zumindest, dass wir die abreißen müssen, die hier. Die jetzt hier dran sind. Das sind, glaube ich, nur so halbe Wände zum Schutz. So. Warten wir nochmal eben ab. So. Haben wir... Nein, wir haben nichts mehr, ne? So. Okay, lass mal kurz überlegen. Ja, gut. Dann erweitere ich mal eben den hinteren Waggon auch. So. Ah, hier kann ich ja gucken, ne? Warte mal, ich kann ja hier gucken, ob wir irgendwas liegen gelassen haben, ne? Ich kann hier einfach rumfliegen. Da liegt noch Scrap Metal und Fett. Aha. Halt, stopp. Da. Wusste ich doch. Stimmt, ich kann ja in dieser Ansicht kann ich ja einfach rumdüsen. Und gucken, ob wir irgendwo was liegen gelassen haben. Da sind auf jeden Fall noch jede Menge Waffenteile. Aber ganz weiter weg kann ich ja, glaube ich, nicht, ne? Genau, bis da hinten komme ich nicht, aber... Okay. Aber ich glaube, wir haben an Ressourcen, glaube ich, alles so was gesammelt. Da sind auch Waffenteile, Munition... Ja, ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, alles gesammelt, oder? Was liegt da noch? Auch Waffenteile. Rüstung. Gut. Okay, nichtsdestotrotz. Nächster Waggon. Upgrade-Waggon. Juhu! Sehr schön! Limit erreicht. Also Plattform 4 von 4. Wie gesagt, ich habe lieber, glaube ich, größere Waggons, anstatt noch einen Waggon, der kleiner ist. Heißt für uns jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal einsortieren. Ein bisschen was wir gerade aktuell nicht brauchen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. So, das Fett können wir auch gleich einsortieren. Oh, La Paprika. Ja, das könnte bei Essen rein, ne? Apropos Essen. Wie viel bringt die denn eigentlich? Auch 10 Food nur. Ist nicht so viel, ne? Würde die trotzdem mal behalten. Da bin ich ein bisschen... Nein, ich esse die falschen Dinger. Ich bin so doof. Ich esse doch das Falsche auf. Ach, Mann. Das ist doch das, was mal... Oh, nein. Ich bin so doof. Ich habe das Falsche jetzt weggegessen. Die rohen Sachen habe ich weggegessen. Ich bin so ein Depp. Es tut mir leid. So, heißt also für uns, wir müssen eine große Umbauaktion jetzt starten. Fett kommt hier rein. So, den Rest bald immer auf Tasche. Die haben noch Sachen für uns. Ich würde aber erstmal einmal den Boden hier bauen. Haben wir keinen Wood mehr? Wir haben keinen Wood mehr auf Tasche. Jetzt haben wir Wood auf Tasche. So, sehr schön. Heißt, für uns, das Ding würde ich auf jeden Fall hinten lassen. Das komme, was es wolle. Das, ja. Den würde ich auf jeden Fall hinten lassen. Das, den würde ich auch, glaube ich, so stehen lassen, weil sonst nimmt der einfach viel zu viel Platz hinten ein. Den würde ich auf jeden Fall hinten lassen.
Lass ich den so? Oder drehe ich den? Weil hinten raus brauchen wir ja eh erstmal so nicht. Den müssen wir sowieso dann nochmal umbauen, ne? Wenn wir dann nochmal einen Waggon kriegen. So. Ja, dann lassen wir den so stehen. Gut, reparieren? Nein. Ja, können wir reparieren. Wenn wir schon einmal dabei sind, ist da noch irgendwas hier, was kaputt ist? Huch. Der Rest ist aber ganz, ne? Kann man gar nicht erkennen, wie viel Prozent die hat. Ansonsten ist alles ganz, ja. Dich würde ich mal eben auch umplatzieren. Wir brauchen aber auch Wood dafür. Mülleimer war leer, ne? Mülleimer war leer, ja. Nein, andere Seite ist Wood. So, geh mal her. So, du kommst mal mit. Du gehst mal eine Runde nach hier. Da kannst du stehen bleiben.